Heute ist das Tribunal der Loser uns zur Wahl stehen. Christine, Gloria, Leon, Emmy, Lisha und Steff. Goodbye. Heute ist das eine sehr schwierige Sache. Was zählt dann in so einem Moment? Zählt Sympathie in so einem Moment? Weiß ich nicht. Kann dich ja auch jemand rauskicken, weil er sagt, Alter, den kicke ich raus, weil der wird mir zu Konkurrenz. Keine Ahnung. Deswegen hoffe ich, dass ich noch bleiben kann. Dieses Mal. Dani. Bitte verkünde deine Nominierung. Ja, heute mache ich es kurz und knapp, weil es mir eigentlich sehr schwer fällt. Aber ich nominiere Lisha, damit sie im Duell die Chance hat, nach Hause zu gehen, weil ich sehe, wie du leidest. Obwohl es mir das Herz bricht, wenn ich daran denke, dass sie vielleicht nicht mehr da sein könnte. Aber ich sehe auch, wie sie leidet. Ich sehe, wie sie ihren Mann vermisst. Ich sehe, wie sie ihr Zuhause vermisst. Und deswegen sehe ich das als einzige Chance, sie zu nominieren. Christine, bitte verkünde deine Nominierung. Ich möchte erstmal ein großes Lob an euch alle aussprechen, dass wir irgendwie so ein bisschen als Gruppe mittlerweile so zusammengewachsen sind. Und auch Lisha und Dani und Emmy, dass ihr ja so ein bisschen auf mich zugekommen seid, dass man sich nicht mehr so ausgeschlossen fühlt. In diesem Sinne ist mir auch heute tatsächlich die Entscheidung etwas schwerer gefallen zwischen zwei Personen. Jetzt habe ich zwei hier, wo ich ein bisschen am Überlegen war, entweder die Lisha zu wählen oder die Emmy. Die Lisha geht es, glaube ich, gesundheitlich nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, ob man ihr die Möglichkeit nicht trotzdem vielleicht gibt, weil manchmal ist jeder Tag ein neues Glück und dann geht es einem vielleicht besser. Und ja, deswegen halte ich mich da einfach kurz und habe heute Emmy nominiert. Ich bleibe Christine gegenüber misstrauisch. Von mir aus wird es auch da keine Freundschaft aus entstehen. Yvonne, bitte verkünde deine Nominierung. Ja, mir fiel es heute auch sehr schwer. Und da ich sie sehr mag, ich mache es auch kurz und knapp, wähle ich Lisha. Patrick, bitte verkünde deine Nominierung. Ich entscheide mich heute für Trommelwirbel, für die Emmy. Ich wusste es. Ich bin der größte Fan von Emmy. Ich weiß. Und ja, ich will auch irgendwann mal in 8 Reality-Shows dabei sein. Und deswegen habe ich gesagt, ja, dann muss ich leider dich nehmen, Emmy. Jetzt begründe doch mal wirklich, warum. Hä? Hey, das ist so feige, was du gerade machst. Jetzt sag doch mal einen wahren Grund. Hey, das ist mein Grund. Oh, das, du stehst gerade so peinlich da. Du weißt doch, dass ich dein Fanboy bin. Ja, das weiß ich auch. Aber ja, hast du nicht einen wahren Grund? Stört dich irgendwas an mir oder so? Nein. Mach Strich. Ja, aber das ist doch, damit du mich raushaben willst. Macht das ja Widerspruch. Wieso? Dein Idol willst du ja drin haben. Nein, du hast doch gesagt, dir geht zu schlecht und du willst rausgehen. Habe ich nie gesagt. Okay, dann mache ich natürlich meinem. Du widersprichst, setz dich wieder hin. Komm, hör auf dein Idol und setz dich wieder hin. Natürlich setze ich mich da wieder hin. Ja, natürlich, weil ich dir gesagt habe. Hä? Patrick ist einfach so feige gewesen und sagt nicht den wahren Grund, warum er mich jetzt hier nominiert. Ist ja blöd gelaufen, das funktioniert mit mir aber nicht. Ich wollte schon den wahren Grund wissen, konnte aber leider einfach nichts sagen. Tja, jetzt stehst halt du auch auf meiner Abschussliste. Das wird unangenehm für dich, Patrick. Lisha. Leon, ich habe dir versprochen, ich gebe dir niemals meine Stimme. Aber heute ist es anders. Ich bin mit dir eingezogen und es wäre mir die größte Ehre, wenn du dieses letzte Duell, was ich habe, mit mir da oben zerreißen würdest. Du prankst mich gerade nicht. Nein. Ich schwör's, Alter. Ja.
Logisch. Du hast es nicht verstanden. Er hat es nicht verstanden. Du hast es nicht verstanden. Du hast es nicht verstanden. Ich glaube, die Nominierung von Lisha bei Leon, das war einfach nur, weil sie irgendeinen wählen musste. Sie wollte jetzt nicht Emmy nehmen. Und dann, weil Emmy war ja ihr, ja, wie soll man sagen, fast ihr Ziehkind, so ungefähr. Also, das kam überraschend, fand ich jetzt ein bisschen unfair. Ich kann bis jetzt immer noch nicht nachvollziehen, warum sie so entschieden hat. Gloria, bitte verkünde deine Nominierung. Lisha, da wir ja sehr close sind, weiß ich, dass dein Heimweh extrem kickt und du deinen Lou über alles vermisst. 13 Jahre nie getrennt, das erste Mal alleine ohne ihn. Und ich würde dir wünschen, dass du ihn bald wieder siehst. Und deswegen bekommst du den Strich. Mit ganz viel Liebe. Leon. Ich gebe meine Stimme Emmy. Ich habe Lisha versprochen, ich will sie nicht. Deswegen muss ich mich jetzt entscheiden. Emmy. Sorry. Emmy. Heute hätte ich tatsächlich, wenn es nicht einen persönlichen Grund mit der Lisha gegeben hätte, eine andere Person genommen. Und zwar ist das die Christine. Ja, auf jeden Fall, Lisha. Ich finde es schade, weil ich glaube wirklich, du wärst weit gekommen hier. Wirklich. Aber ich glaube, du bist dir ziemlich sicher, dass du glücklicher draußen wärst als hier drin. Dementsprechend hoffe ich, dass wir gleich im Duell sehen, welche der Stärkere ist. Erik. Ja, ich möchte es heute relativ kurz machen. Die Person, die ich gleich wähle, ist eine Person, die ich privat als sehr nette, liebe Person kennengelernt habe. Die Person, die ich hier im Camp gesehen habe, war hochgradig arrogant, überheblich und abgehoben. Und das ist genau der Grund, warum ich auch so einen kleinen Denkanstoß an die Person verteilen will. Emmy, du bekommst von mir einen freundlichen, aber nicht bitte persönlich nehmenden Strich. Okay, wenn du meinst. Ich wollte auch einfach gerade beim Tribunal der Loser auch wirklich harte Worte wählen, weil ich denke auch wirklich, sie muss mal aufwachen. Jürgen. Lisha, ich habe beschlossen, dich zu nominieren, damit du nach Hause kannst. Danke. Kann ich, ne? So einen Strich? Ja, ja. Nein. Hau rein. Steff. Gestern und heute habe ich Lisha beobachtet. Lisha, ich will dich, weil du so abgebaut hast. Du bist dünn reingekommen. Du bist jetzt so, dein Körper hat nichts mehr entgegenzusetzen bei dieser Ernährung, bei diesen Dingen. Kein Fett, kein gar nichts. Und das tut mir in der Seele weh, weil du bist so eine Maschine, ey. Eine richtige Maschine, Lisha. Und du bist so stark und ich hätte so gerne gegen dich gekämpft, weil ich gegen die Besten kämpfen will. Und du bist einer der Besten, ganz klar. Deswegen tut es mir richtig weh. Danke. Du hast das so schön gesagt. Liebe Promis, Lisha hat von euch die meisten Stimmen erhalten. Lisha, du hast offen kommuniziert, dass du nicht weiter büßen möchtest. Schade. Du musst das Camp deswegen auf der Stelle verlassen. Ins Duell müssen Emmy und Leon. Was?